Jetzt auf dem Weg wieder heim. Hier ist so viel los im Wald mit Stechfliegen, habe ich ja schon gesagt. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge, zu meiner Videoreihe, zu meinem Wiedereinstieg in die Rohkost. Und jetzt ist eine Woche vergangen seit dem letzten Video und ich möchte euch einfach kurz berichten, wie es mir jetzt aktuell in dieser Woche gegangen ist, was ich gemacht habe, was ich gegessen habe, wie ich mich fühle, ob sich was verändert hat. Und dann möchte ich noch speziell auf das Thema Reinigung, Entgiftung eingehen. Ich war noch nicht ganz sicher, ob ich dieses Video heute überhaupt machen soll. Es ist nämlich extrem warm hier. Es ist jetzt knapp 38 Grad Celsius hier warm. Also an dieser Stelle möchte ich mich auch noch bedanken erstmal für die Kommentare zu dem Video, für die Hinweise. Danke auch Eintios für den Kommentar nochmal Richtung natürliche Gesundheitslehre. Ich schaue da nochmal rein und lese mir das ein oder andere Buch nochmal viel genauer durch. Das hilft auf jeden Fall. Danke für den Themenvorschlag mit der Reinigung. Ist jetzt gerade im Moment richtig wichtig. Von daher gehe ich jetzt auch eben in dieser Folge auf Reinigung ein. Ich habe mich jetzt erstmal hier hingesetzt und bin ein bisschen zur Ruhe gekommen, dass ich dann einfach gezielter sprechen kann. Okay, wie habe ich meine erste Woche verbracht? Meine erste Woche mit hundertprozentiger Rohkost wieder seit längerer Zeit. Anfang Mitte Februar hatte ich circa 8 Wochen hundertprozentige Rohkost gemacht, aber nicht komplett vegan. Jetzt sind es ungefähr 1,5 Monate vegan, aber da ich schon die Wochen zuvor auch sehr viel oder einen sehr hohen Rohkostanteil hatte, hat sich da jetzt nicht extrem viel noch getan. Ich war ganz normal beschäftigt im Büro die ganze Zeit, habe eigentlich so gut wie gar keinen Sport gemacht, habe mich aber regelmäßig bewegt mit Spaziergängen und ganz leichten gymnastischen Dehnübungen und ansonsten täglich meine 2 großen Salate gegessen. Die Salate mit dem größten Anteil Zutaten aus dem eigenen Garten, die Salate, Radieschen und so weiter, Tomaten waren dazu gekauft, Oliven natürlich auch dazu gekauft. Ich denke, spannend wird es erst in den nächsten Wochen. Deswegen komme ich jetzt auch direkt dann zum Thema Reinigung. Fokus auf viel Grün für die Alkalisierung vom Körper ist sehr wichtig. Obst wirkt allgemein reinigend, auch schon durch den hohen Wasseranteil. Wichtig ist einfach eine kontinuierliche Zufuhr von hochqualitativem Wasser. Wasser in seiner reinsten Form am besten. Wasser nimmt Schadstoffe auf und bringt sie aus dem Körper mit raus. Und das ist einfach essentiell für uns. Aktuell trinke ich auch früh Selleriesaft. Nicht jeden früh, aber Selleriesaft frisch mit der Green Star aus dem Sellerie rausgepresst. Und ja, das ist sowieso, es ist einfach ein Elixier. Ein Selleriesaft alkalisiert extrem. Man fühlt sich wirklich deutlich besser nach einem Selleriesaft. So startet man besser in den Tag. Für Schwermetallentgiftung nutze ich Koriander. Ich hasse den Geschmack von Koriander, aber vielleicht gewöhne ich mich daran. Ich habe sehr viel Koriander selber daheim im Garten angebaut und das kommt jetzt immer regelmäßig in den Salat mit rein. Und ich hoffe da auf die Unterstützung eben durch die schwermetallentgiftenden Eigenschaften vom Koriander. Körperbürsten mit einer Bürste an den Armen entlang, an den Beinen entlang, zur Körpermitte hin, um den Lymphfluss anzuregen. Wenn wir uns von Rohkost ernähren, dann ist der Lymphfluss im Körper allgemein schon ein bisschen besser, weil einfach die Nahrungsmittel mehr Wasser enthalten. Und dadurch, dass jetzt eine viel höhere Enzymaktivität im Körper stattfindet, können wir dann Stoffe, die sich im Körper abgelagert haben, die sich jetzt durch diese Enzyme lösen, besser abtransportieren. Was jetzt auch noch vermehrt dazu gehört, ist auch einfach barfuß gehen, erden. Das hat auch was mit dem Ionenaustausch mit der Erde zu tun. Das ist jetzt keine Esoterik oder kein Hokuspokus. Wenn wir uns erden, wenn wir viel barfuß gehen, dann findet einfach ein besserer Ionenaustausch mit dem Körper statt, über die Füße. Das Erden hat eine antioxidative Wirkung auf den Körper, was auch die Alterung verzögert. Das ist also auf jeden Fall was wir in unser tägliches Ritual, sage ich jetzt mal, mit einbeziehen können oder einfach ins tägliche Leben, dass wir allgemein viel barfuß laufen. Was auch noch sehr gut erdend wirkt, ist einfach das Schwimmen in einem See, weil wir komplett von Wasser umschlossen sind und dort findet ein richtig guter Austausch von negativen Ionen statt. War heute erst beim Schwimmen, kann ich mal kurz hier einblenden.
im See und es ist einfach ein Genuss, wie man sich danach fühlt. Man kommt einfach ganz anders raus, als man reingegangen ist. Ich packe jetzt erstmal das Stativ wieder zusammen und mache mich wieder auf den Rückweg, weil hier sind einfach zu viele Stechmücken unterwegs. Bis gleich. Also durch die hohe Luftfeuchtigkeit hier sind nicht nur viele Stechfliegen hier aktiv, sondern auch Bremsen. Und ja, darauf habe ich jetzt gar nicht so Lust, weil die verfolgen einen. Und ich kann jetzt hier einfach nicht gleichzeitig filmen und mir gleichzeitig irgendwelche Bremsen vom Körper runterwischen. Die Aussicht für die nächste Woche. Ich versuche jetzt erstmal immer sonntags, so ungefähr, will ich mich jetzt nicht hundertprozentig festlegen, aber so ungefähr in einem Abstand von einer Woche Videos zu machen, wie sich jetzt so mein Weg voranschreitet, was passiert. Und versuche dann auch immer wieder mal ein paar kleine Szenen vielleicht einzubinden, was ich so unter der Woche gemacht habe. Also auf das Thema Reinigung werde ich immer wieder mal zu sprechen kommen, weil es ja schon ein zentrales Thema in der Rohkosternährung ist. Von daher, Reinigung ist ja nicht nur das, was wir sozusagen essen, also die Art von Nahrungsmitteln wie jetzt Obst oder Wasser und so, sondern auch andere aktive Geschichten wie zum Beispiel Fasten oder Basenbäder oder auch Yoga zum Beispiel oder Qigong-Übungen. Diese ganzen Sachen helfen ja dem Körper, sich von Altlasten zu befreien. Und ja, darauf werde ich immer wieder mal eingehen. Was ich zum Beispiel heute noch nehmen werde, ist Zeolit. Zeolit ist hervorragend dafür geeignet, um verschiedene Giftstoffe im Körper aufzusaugen und zu binden. Von daher kann man regelmäßig einfach ein Glas Wasser nehmen, Zeolit reinmixen und das Ganze dann trinken. Am besten auf nüchternen Magen, und im Körper werden dann eben Giftstoffe, die sich im Darm befinden, von dem Zeolit gebunden und dann ganz auf natürlichem Weg mit ausgeschieden. So, für heute ist es dann genug. Mir ist es zu warm, die ganze Zeit diese Kamera hier zu tragen. Aber ich will die Folgen eh nicht ganz so lang machen wie die erste Folge. Ich denke so 10 Minuten, Viertelstunde oder sowas wird schon reichen. Und ich mache mich jetzt auf den Weg wieder heim. Hier ist so viel los im Wald mit Stechfliegen, habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr Fragen, Anregungen habt, bitte unten in die Kommentare schreiben. Ich beantworte wirklich jeden Kommentar, außer er ist völliger Bullshit. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte einen Daumen hoch und meinen Kanal abonnieren. Es folgen wirklich viele interessante Videos. Ja, ich freue mich, mit euch zu diskutieren. Wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Es ist wirklich extrem heiß. Es ist so heiß, dass mir sowas von der Schweiß von der Birne läuft. Man sieht's nur nicht, weil ich ja die Kappe auf habe. Ja, das wollte ich einfach nur noch mal gesagt haben. Es ist sogar so heiß, dass eine Kröte, die hier die Straße überqueren wollte, als sie die Straße berührt hat, auf der Stelle verdorrt ist.